Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute gehen wir mal auf Besonderheiten von Fluggesellschaften ein, die sie besonders machen. Wenn man heute einen Flug betritt, dann hat man ja ein standardisiertes Programm. Man hat bei allen Fluggesellschaften im Prinzip das Gefühl, dass man denselben Sitz hat gefühlt, dasselbe Essen und so weiter. Aber die Fluggesellschaften betreiben ein sehr, sehr großes Marketingbudget, um Besonderheiten nochmal wirklich herauszuarbeiten. Diese möchte ich euch heute mal vorstellen. Wir gehen von Low-Cost zu Premium-Fluggesellschaften. Wir fangen an bei einem Low-Cost-Carrier mit kostenlosem Sitzplatz, einem Low-Cost-Carrier, der ein Jingle bei pünktlicher Ankunft spielt, bis zum Top-Ende, wo es Champagner gibt in der First Class, die man nirgendwo anders bekommt im Flugzeug und auch sehr selten irgendwo kaufen kann. Ja, die Flugzeuge werden, wie ich schon sagte, immer wieder sehr, sehr standardisiert, aber die Fluggesellschaften geben wirklich viel Geld aus, dass ihr denen eine besondere Eigenschaft zusprecht. Denkt dran, wenn euch solcher Content gefällt, das heißt also, wenn ihr mehr aus der Welt der Meilen, der Punkte des Status wissen wollt, aber auch was Fluggesellschaften angeht, dann solltet ihr ein Like da lassen, den Kanal nicht nur abonnieren und kommentieren, sondern auch die Glocke anmachen, damit ihr, wenn wir neuen Content haben und nicht nur täglich die News bringen, sondern auch solche Sachen, dass ihr das nicht verpasst. Die erste Fluggesellschaft, auf die ich etwas näher eingehen möchte, das ist die KLM. Die KLM hat diese kleinen Miniatur-Keramiken, das ist so eine Art Delfter oder sowas, Porzellan, weiß ich jetzt nicht, aber es ist so, dass die KLM dort ihren Passagieren eine Gin-gefüllte Keramikskulptur gibt. Auf der Langstrecke natürlich, Kurzstrecke brauchen wir sowas gar nicht erwarten. Die haben diese Miniaturhäuser, die Passagiere bekommen, sind seit den 1950ern zu bekommen. Und es ist ein wirkliches Collector-Item, ein Sammlerstück. Und wenn man sich da im Internet umschaut, gibt es zum Beispiel eine Website, die nennt sich Studio Slip. Und dort ist es so, dass Fluggesellschaften früher mal von dem zivilen Aeronautic Board irgendwie kontrolliert worden. Und es war verboten, den Kunden etwas zu geben, was ein wirklich ja fassbares Benefit ist und vor allem auch fassbar vom Geldwert her, damit alle Fluggesellschaften ein komplett gleiches Spielfeld haben und da nicht irgendeiner unlauteren Wettbewerb betreibt. Und da kam KLM mit so einem sogenannten Loophole um die Ecke. Dieses Loophole, was wir ja immer wieder in den Programmen suchen, ist dies gewesen, dass man diese holländischen Häuser mit Gin gibt. Aber warum Gin? Hat Holland mit Gin? Weiß ich jetzt nicht so. Aber es ist einfach so, es ist so, dass Getränke in einem Glas serviert werden. Und das ist ein Gesetz. Und deshalb hat man halt einfach geschaut, was man geben kann. Und dieses Civil Aviation oder Aeronautics Board gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es diese Delfter Haus-Tradition, die man weitergeführt hat. Diese Passagiere bekommen eines dieser Miniaturen, wenn sie in der Business Class auf einer interkontinentalen Route reisen. Und wenn man sich das anguckt, sind da über 100 verschiedene Häuser gekommen. Jedes hat eine einzigartige Geschichte. Und KLM hat auch eine Smartphone-App entwickelt für Passagiere, um seine eigene Kollektion tracken zu können. Und wenn man in dem Business-Class-Sitz sitzt und an die Flugbegleiterin an einem Punkt des Fluges vorbeikommt und sagt, das ist die Selection, also das quasi, das ist die Auswahl, die es gibt, da muss man dann natürlich als Sammler ganz genau gucken, dass man etwas nimmt, was wirklich neuartig ist und ganz einfach zur Kollektion passt. Wenn man das Geld nicht hat, mit der KLM zu fliegen, dann kann man auf der Webseite klmhouses.com schauen oder klmdutch.com
duchesshouses.com. Da gibt es diese kleinen Miniaturhäuser direkt zum Kaufen. Aber man sieht sie auch zum Kauf angeboten auf eBay, auf Etsy. Und da gibt es Häuser, ein komplettes Set von 103 Häusern für 2.000 Euro. Heißt also, ihr könnt eure Kollektion dort mit einem Fingerschnipp bekommen. Wie ihr auch in dem Video gesehen habt, es ist ein verdammter Prozess. Und jedes Jahr gibt es eine neue Kollektion. Heißt also, jedes Jahr kommt ein neues Haus dazu und immer pünktlich zum Geburtstag von KLM. Ist eine Tradition. Also, schreibt unten in die Kommentarspalte rein, wie ihr die Tradition findet, ob ihr auch diese Häuser habt und ob ihr sie sammelt. Ich selber bin ja, wie ihr wisst, kein SkyTeam-Flieger und Freund. Deshalb, ich habe sie nicht, aber ich gönne jedem seinen Spaß. Genauso ist der Spaß an Bord bei Saudia so eine Sache. Dort gibt es keinen Gin. Die Saudia Airline ist eine sogenannte trockene Airline, heißt, dort gibt es keinen Alkohol. Und deshalb hat man in Saudi-Arabien natürlich auch einen gewissen religiösen Hintergrund. Und der Grund ist natürlich klar, weil das Königreich von Saudi-Arabien der Geburtsstätte des Islam ist. Und dort ist es natürlich auch keine Überraschung für euch, dass die nationale Airline wirklich sehr, sehr fokussiert ist, den Service, den sie liefern, auf ihre Klientel, also auf den muslimischen Fluggast abzustimmen. Und dort gibt es in der Saudia-Flotte interessante Geschichten, wenn man sich den Gebetsraum anguckt, oder wie es im Englischen heißt, Prayer Space. Dieser Prayer Space ist in den White Bodies hinten im Aft eingebaut. Und dort kann man natürlich mit bis zu 10 Passagieren beten. Dieser spezielle Raum ist gemacht worden, weil man natürlich einige Economy-Class-Sitze dafür geopfert hat. Und es ist vor der hinteren Galley in dem mittleren Bereich. Die Bilder sprechen ja für sich. Auch ist es so, dass es bei einigen Fluggesellschaften ein Feature gibt, dass man die Qibla, also quasi Mekka, findet, dass man nicht in die falsche Richtung betet, weil das ist sehr, sehr wichtig. Und die Fläche ist mit einem Vorhang abgetrennt. Auch ist es so, dass man bei Abu Dhabi lokalen oder bei der Abu Dhabi Etihad, also Etihad aus Abu Dhabi, so ist es richtig, auch diesen Gebetsspace hat. Auch bei Emirates hat man ihn, aber da ist es eher so, dass es bei der zweiten Tür ist. Und auch bei der 787 oder den 380ern von der Etihad ist es so, dass dieser natürlich auch nicht komplett für Gebet als ein dedicated space oder ein reservierter Raum ist. Es ist einfach so, dass die Plätze neben den Türen genutzt werden können. Es gibt dort natürlich auch auf dem Bildschirm immer wieder, dass man weiß, welche Richtung das ist. Richtung Mekka ist also ähnlich wie bei Saudia. Kleiner Side-Fact, den ihr auch euch anschauen solltet, ist, dass wenn ihr im Hotelzimmer seid und ihr schaut, da gibt es an der Decke meistens einen Pfeil und dieser Pfeil zeigt nach Mekka. Das ist also auch eine Hilfestellung. Für uns als Vielflieger gibt es ja nichts Besseres als Status. Status bekommt man durch Fliegen. Das ist so in 90% der Fällen. Einige Ausnahmen sind Kreditkarten. Es gibt Status mit Kreditkarten. Ihr wisst ja alle, es gibt die Kreditkarten von Hilton. Damit kriegt man Diamond- oder Gold-Status. Von Marriott Bonvoy, da gibt es die Platin dazu. Also je nach Fluggesellschaft oder aber auch Hotelkette oder wie auch immer, gibt es den mit Kreditkarten. Aber Air Baltic ist die erste Fluggesellschaft, die mit NFTs, also mit Non-Fungible Tokens, das Ganze macht. Ich selber habe diese interessante Geschichte nicht gemacht, aber wenn man diese Geschichte sich anguckt, ist es für diejenigen interessant, die bei Air Baltic fliegen wollen und können, aber keinen Status bekommen. Die können sich diese NFTs kaufen. Also das ist eine Kryptowährung. Und diese Kryptowährung mit Blockchain sind ja auch sammelbar, ähnlich wie bei der KLM, diese Häuschen. Und die geben wirklich ein Benefit. Und das Benefit ist, wie ihr ja auch an dem kleinen Video gesehen, das Benefit ist, dass man damit den VIP, also den höchsten Status, bekommt.
Und deshalb ist es so, dass man, wenn man diese Planies, und das ist der Name der kleinen NFT-Bildchen, werde ich sie jetzt mal sagen, sind, wenn man diese wirklich mit seinem eigenen Account verbindet, dann bekommt man Vielfliegerpunkte. Und wenn man diese länger behält und dann auch guckt, dann bekommt man 20 Punkte pro Tag. Heißt also, man bekommt auch zusätzlich nach 10 Flügen, die man geflogen hat, auch nochmal ein Planeam und ein Free Upgrade in die Business Class. Also man kriegt dieses kostenlose Upgrade dazu. If you are daring to do it, wie es so schön heißt. Also wenn man das sich wagt und traut zu tun oder einfach genug knetet und sagt, komm, 25 Planies, hau ich einfach raus. Dann bekommt man den VIP-Status direkt dazu. Das ist ein Fast-Track nicht nur zur Sicherheitskontrolle und Lounge, sondern natürlich auch zum Gepäck. Man bekommt also 500 Punkte pro Tag, die man dann auch wieder für Freiflüge nutzen kann. So ein Planie kostet im Moment $155 bis $200. Aber VIP kommt halt nicht billig. Wäre ja auch doof, wenn jeder das jetzt einfach machen würde. Eine Fluggesellschaft, die ich selber meide wie der Teufel, das Weihwasser. Das ist Southwest Airline. Southwest Airline hat ja einen Boarding-Prozess, der quasi allem widerstrebt, den man als Vielflieger hat. Denn wir Vielflieger wollen entweder in der ersten Reihe sitzen, am Gang sitzen, am Fenster sitzen, in der Exit-Row sitzen. Und da haben wir eine Boardcard und sagen Hurra. Bei Southwest Airlines ist das etwas anders. Da gibt es eine sogenannte Open Seating Policy. Und diese Geschichte ist relativ straightforward. Die US-Carrier haben natürlich das auch, aber Southwest hat es nicht. Sie haben einfach Folgendes. Once on board, simply choose any available seat and stow your carry-on item in the overhead bin or under the seat in front of you. There's a little more nuisance to this free-for-all style, however. Also, man möchte dort dann die Passagiere etwas schneller boarden lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist, aber beim Checking ist das so, dass man bei den Southwest-Flügen die Boardinggruppen A, B und die Position draufdruckt. Das heißt also, wir kennen es bei der Lufthansa, Boardinggruppe 0, also Pre, und dann 1 bis 5. Bei Southwest ist das irgendwie so A, B oder C und dann gibt es noch eine Kombination mit Zahlen. Dann wäre da zum Beispiel irgendeine Zahl, wie ihr in dem Video gesehen habt. Und dann könnt ihr da an dieser Stelle dann zum Boarding tippeln und schauen. Dieses Thema ist natürlich so, dass man, je weiter vorne man ist, den besseren Platz bekommt. Ich denke mal, dass das in dem Terminal Area, ich habe es mir in den USA wirklicherweise gar nicht angeguckt, weil ich nie im Terminal bin, wo auch Southwest ist. Aber dort ist es so, dass die Passagiere sich da lange einreihen. Und dann geht man in diese Boardinggruppe rein und sagt, hier, ich bin in der Mitte von dir, du hast die Nummer. Heißt also, man kann natürlich als Passagier sich einen Fast Track kaufen. Das heißt also, eine Upgraded Boarding Position, 24 Stunden vor dem Flug, kostet Geld. Damit kann man sich also wirklich auch eine Position zwischen A1 und A15 boarden. Einmal die Haare aus dem Gesicht machen, jetzt stehen sie wieder wild. Ich will immer wieder zum Friseur. Aber dann ist es so, dass Passagiere, die bei der Buchung oder eine Business Select Fare haben, bekommen garantiert einen A bis 1,15 Platz. Also man ist der erste oder der 15. und dazwischen Passagier. Natürlich, es garantiert einem nicht eine A-Boarding-Position, wenn man früh eincheckt. Heißt also, man muss aber, je früher man eincheckt, kriegt man einen besseren Platz. Das ist so. Und es gibt dort auch eine Möglichkeit, das Ganze natürlich zu gamifizieren, heißt also auch zu umgehen. Reisende, die in einer Gruppe fliegen, haben eine Person, die zum Beispiel man nach vorne schickt und sagt, wir geben dir die Knete und du kannst die Sitzplätze reservieren. Und dann kommen andere mit anderen interessanten Wegen, um die Leute davon wegzuhalten. Gibt Leute, die sich in den Mittelplatz setzen, dann anfangen zu husten, so
man will ja sowas gar nicht haben. Oder man schmeißt einfach seine Sachen überall hin, dass da einfach kein Platz ist. Und der Trick ist natürlich, dass es so aussieht, dass man dort keinen Platz hat und die Leute dann weitergehen und einen dann in Ruhe lassen. Aber es ist auch so, ich finde diesen Gesundheitstrick oder wie will man das nennen, dass man erkältet oder sonst was ist, natürlich relativ sportlich interessant. Aber was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist. Es ist ein Spiel und die Taktiken sind dort mannigfaltig. Es ist natürlich dumm, wenn es ein voller Flug ist, dann funktionieren diese ganzen Tricks natürlich gar nicht. Heißt also, ihr müsst dann natürlich wirklich das Geld raustun, wenn ihr einen schönen Platz haben wollt. Und wenn man dann zusammensitzen will, müssen das irgendwie alle machen, weil das ist ja ein Problem. Aber Southwest Airlines ist natürlich so, dass diese Fluggesellschaft auch schon in den USA gezeigt worden ist, wo Passagiere ausflippen, weil es halt so eine spezielle Fluggesellschaft ist. Ich denke mal, alles hat seine Vorteile. Auch hier wieder der Aufruf an euch, nachdem ihr den Kanal abonniert, Glocke an, Like und kommentiert habt. Schreibt doch unten, was haltet ihr von dieser Southwest-Aktion? Ich finde es einfach bekloppt. Für mich käme es gar nicht in Frage. Was für mich auch nicht in Frage kommt, ist ein Flug mit Ryanair. Ganz genau. Ryanair, eine Fluggesellschaft, die berühmt-berüchtigt ist. Und berühmt-berüchtigt ist neben dem Losverkauf, der Farbe, dem wirklich schlechten Service, der manchmal gar nicht wirklich so schlecht ist, wie wir tun. Aber es ist auf jeden Fall eine No-Frill-Airline, eine Fluggesellschaft, die keinen Spaß versteht, eine Fluggesellschaft, bei der man auch keinen Spaß hat, wenn man so will. Einige Leute mögen das. Da gibt es sogar einen Jingle. Und diesen Jingle können wir uns wirklich einmal anhören. Und es ist eine trompetenhafte Fanfare, die über die Jahre sich natürlich etwas evolved hat. Und lass uns da mal reinhören. Thank you for flying Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours. Es ist natürlich spannend, dass im letzten Jahr 90% der Flüge bei Ryanair on-time Arrivals waren. Da gibt es wirklich Fluggesellschaften, die sich da eine Scheibe abschneiden können. Und viele Passagiere hassen das natürlich. Aber einige sind so, dass sie wirklich sagen, naja, warum nicht, ist halt was Besonderes. Und damit steht Ryanair in der Reihe der Fluggesellschaften, die etwas bieten, was keine andere Fluggesellschaft bietet. Für mich kein Grund, mit denen zu fliegen. Ich denke mal, wenn Lufthansa sowas hätte oder die Deutsche Bahn AG, Gott bewahre, wir würden das ja kaum hören. Ne? Also das ist ja auch eine Geschichte, die relativ motivierend sein kann, auf der Zeit, in der Zeit anzukommen. Denn ihr wisst ja, eine On-Time-Departure ist ein Departure 5 minutes before departure. Das ist so und dann kann man ankommen. Aber lasst uns hier nicht in die Details weitergehen, sondern lasst uns nach Australien schauen. Und dort gibt es die Mittelplatz-Lotterie. Die ist im Oktober 2022 von Virgin Australia gegründet worden oder ins Leben gerufen worden, da man Passagiere incentivieren wollte, dass sie sich einen Mittelplatz buchen. Es ist natürlich im Mittelplatz das ungeschriebene Gesetz und das solltet ihr ja wissen als Netiquette im Flugzeug. Wer in der Mitte sitzt, hat beide Armlehnen. Ist leider so. Und so ist es, dass man bei dieser Lotterie, wenn man dort ausgelost worden ist, hat man einen Gewinner jeden Flug gezogen, hätte ich fast gesagt, nein, sondern man hat einen Lucky Winner gezogen pro Woche. Der hat eine Art von Preis bekommen. Es ist meistens irgendwie so ein Tour-Travel-Holiday-Package. Ich denke mal, dass es durchaus spannend ist. Dieses Feature von Virgin Australia, was ich hier jetzt mitteile, ist jetzt nicht wirklich ein Feature, was man vielleicht in die Liste nehmen sollte, weil es nicht wirklich permanent da ist. Das Feature ist leider
nicht mehr verfügbar. Aber was willst du machen? Vielleicht kommt es wieder. Ich fände es eine coole Idee, ich fände es eine lustige Idee, dass man diesen Mittelplatz für euch einfach mal attraktiver macht. Ich selber, ich würde gar nicht in der Mitte sitzen wollen. Auch hier wieder, nutzt die Kommentarfunktion und schreibt, was ihr davon haltet. Der ungekrönte Gewinner in der heutigen Folge mit dem, was sie von anderen Fluggesellschaften wirklich unterscheidet und es bei keiner anderen Fluggesellschaft in der Form gibt, ist Emirates und der First Class Champagner für First Class Passagiere. Man hat es ja jetzt geschafft, dass man bei Emirates 6,5 Millionen Flaschen Wine, in den Kellern hortet. Es sind keine Keller, es sind Lagerhallen. Und diese Flaschen sind nicht verfügbar für den Geschmacksgaumen von uns, für die Knospen bis 2035. Aber lass uns zurückkehren zum Champagner. Es ist so, dass natürlich das glamouröse Erlebnis bei Emirates durch den Dom Perignon an Bord schon ganz klar manifestiert ist. Man ist ja auch die einzige Fluggesellschaft, die dieses Arrangement mit Dom Perignon hat, dass man diese Flasche bekommt. Er ist überall verschwunden. Singapore Airlines, Finnair, alle, die sich gegeben haben, haben diese Flaschen nicht mehr im Sortiment. Es gibt aber bei Emirates auch immer Sondereditionen, die es sehr, sehr rar gibt. Ich habe zum Beispiel den P2 gehabt, also den Plenitude 2, wie er ganz genau ausgesprochen heißt. Dom Perignon Plenitude 2, glaube ich. So sagt der Französ. So ist es, dass dieser auf ausgewählten Routen bis Oktober verfügbar ist. Wenn man sich das jetzt anguckt, P2, Dom Perignon, was ist das? Das ist im Prinzip das zweite Leben eines Dom Perignon. Man hat ihn nochmal vom Geschmack her, so steht es bei den ganzen Sommeliers, angehoben vom Profil. Und jetzt, das ist auch noch ein Zitat, set on a path to eternity. Dieser Vintage Champagner ist so, dass man 15 Jahre die langsame Transformation in den Kellern, und ihr solltet euch das mal anschauen, das ist wirklich faszinierend, die Dom Perignon ihm gibt, oder Moët Chandon, die sie ja herstellen, diese in diesen 15 Jahren die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, eine langsame Transformation mit der Energie und dem, dem Steigern zu einem Hügel, einem Apex of Essential. Also es ist sehr, sehr poetisch formuliert und ich denke mal, es ist schon ein sehr, sehr exklusiver Champagner alleine schon vom Preis her, wenn man sich das anguckt. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Champagner sich geschmacklich in einer Form auf euren Gaumen, sage ich mal, ausbreitet, dann ist es so, da ist etwas, ein Lemon Verbena, Rosmarin, weißer Pfeffer mit dunklen Gewürzen oder ja, sind dunkle Gewürze und aber auch Lakritz. Wurzeln. Ich denke mal, dass jeder First-Class-Passagier natürlich sich die fünf Finger danach leckt, der ein Champagner-Liebhaber ist. Und ihr könnt natürlich auf Emirates.com schauen oder in der Emirates-App What's on your flight. Da seht ihr, ob es diesen gibt. Eine interessante Zahl von Emirates ist auch noch, dass man die letzten 16 Jahre mehr als eine Milliarde in dieses Programm investiert hat, indem man Weine gekauft hat, bevor sie überhaupt in irgendeiner Art und Weise den Gästen serviert werden können. Das heißt also, man ist zu den Weingütern gegangen, hat gesagt, wir kaufen das, obwohl es noch nicht fertig war. Das heißt also, man hat im Moment 6,5 Millionen Flaschen Wein und die sind halt erst 2035 verfügbar. Ist das nicht krass? Auch hier sieht man, wie viel Liebe zum Detail bei Emirates Airlines beim Verkosten von Alkohol und Wein gegeben wird. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir eure Liebe gebt und mir unten Kommentare schreibt, was ihr von der heutigen Folge gehalten habt. Etwas mal aus der Reihe. Ich versuche so etwas jetzt regelmäßig zu machen.
in der Hoffnung, dass es euren Gefallen findet. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke an, Like, aber auch kommentieren und lasst mich in euer Zuhause rein. Heute um 19 Uhr werde ich natürlich auch wieder live mit einer Sendung gehen. Selten aufgezeichnet, was natürlich auch passiert. Diese ist aufgezeichnet, damit ich sie nacharbeiten kann. Aber denkt dran, heute Abend 19 Uhr. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Also bis morgen in Alter und Frische, bis heute Abend in Alter und Frische, jeden Tag in Alter und Frische. Also abonnieren, kommentieren, Like da lassen, Glocke, damit ihr die Nachricht kriegt und schreibt uns. Also danke und bis dann. Ciao.